Wir begrüßen heute Frau Professor Beck, eine unserer neuen Lehrerinnen in Dagsberg. Welche Fächer unterrichten Sie? Deutsch und Geschichte unterrichte ich an der Schule. Und warum genau diese Fächer? Weil mir die eigentlich selbst, diese Fächer haben mir selbst in der Schule immer großen Spaß gemacht. Ich habe gern Geschichte zugehört, habe auch gern Geschichte gelesen und mit Deutsch war es eigentlich dasselbe. War der Lehrer schon immer mal Ihr Traumberuf oder was war Ihr Traumberuf in Ihrer Jugend? Also ursprünglich wollte ich immer Lehrerin werden und dann so in der Gymnasialzeit, in der frühen, bin ich ein bisschen abgeschweift und wollte mal Medizin studieren und dann war es eigentlich wieder der Lehrberuf. Also das bin ich auch froh, dass ich das durchgezogen habe. Und wie gefällt Ihnen so das Klima in Dagsberg? Das Klima in Dagsberg gefällt mir sehr gut, weil es recht familiär ist. Es kennt jeder jeden und man fühlt sich gleich recht wohl, weil die Leute recht offen sind. Was war Ihr schlimmstes Erlebnis hier in Ihrer Schulzeit? Mein schlimmstes Erlebnis? Da fällt mir so eigentlich nichts ein. Also peinliches Erlebnis habe ich eigentlich nie gehabt. Vielleicht einmal ein unangenehmes Erlebnis. Mich hat einmal eine Lehrerin fälschlicherweise für etwas beschuldigt, was ich nicht gemacht habe. Und ja, das hat mich halt ziemlich geärgert. Aber die Sache ist dann aufgeklärt worden. Möchten Sie uns auch sagen, was das war? Oder eher nicht so gern? Ach, das war, glaube ich, irgendwann, da war ich noch ganz jung, das war vielleicht, da war ich 10 Jahre, die kann mich gar nicht mehr so erinnern. Es sind halt die Joghurtbecher in der Gegend umeinander geflogen und im Endeffekt keiner war schuld und jeder hat die Schuld von sich gewiesen und im Endeffekt bin ich übrig geblieben. Ja, das hat sich halt dann aufgeklärt, das Missverständnis. Und was sind so Ihre Hobbys? Lesen. Gehört natürlich auch zu meinem Beruf. Zeichnen, malen, basteln, Handarbeiten, also alles, was mit Kreativität zu tun hat, macht mir einfach Spaß. Ich bin weniger der sportliche Typ, als vielmehr der kreative Typ. Was für Buch lesen Sie gerade? Da fragst du mich jetzt auch zu viel, weil ich eigentlich sehr viele Bücher parallel lese. Momentan sind es eher Sachbücher, die ich lese, weil ich es auch für die Schule brauche. Der letzte Roman war Der Kameramörder, den ich auch mit den Schülern gelesen habe. Ja, also privat bleibt mir eigentlich jetzt zurzeit weniger Zeit zum Lesen als vielmehr für die Schule. Was würden Sie tun, wenn Sie 5 Millionen Euro gewinnen würden? Mit 5 Millionen Euro zuerst einmal die Wohnung abzahlen, dann das Geld gut anlegen und viel reisen. Was würden Sie tun, wenn Sie ein Jahr frei hätten? Wenn ich ein Jahr frei hätte, ja auch wahrscheinlich reisen und einfach nur für die Hobbys sich einmal Zeit nehmen. Das wäre für mich das Tollste. Was sind Ihre Reiseziele so? Ich würde mal gern nach Asien fliegen oder nach Kuba, solange der Fidel Castro noch an der Macht ist, mir das Kuba anschauen. Ja, vor ein paar Jahren war ich in Südafrika, das hat mir auch recht gut gefallen, dieser Kontinent. Ja. Und gibt es sonst noch was, was Sie in Ihrem Leben noch gern erleben möchten? Ja, so alt bin ich eigentlich noch nicht. Ja, viel möchte ich noch erleben. Also, was soll ich denn jetzt sagen? Also eben reisen, irgendwann eine Familie haben, irgendwann vielleicht ein großes Haus haben, das Leben genießen. Das sind so meine Träume und auch die Zeit dazu zu haben. Womit würden Sie Ihr Geld verdienen, wenn eines Tages Schüler von Robotern unterrichtet werden? Wenn eines Tages Schüler von Robotern unterrichtet werden, das heißt, meine Person wird überflüssig. Ja. Ja, dann würde ich vielleicht mein Hobby zum Beruf machen, vielleicht Keramikkurse halten oder mich selber im Zeichnen oder Malen weiterbilden. So, da würde ich mich meinen Hobbys widmen. Finanziell müsste ich mir was anderes überlegen. Ja. Das Geld muss ja von irgendwo reinkommen. Da kann ich noch nicht sagen. Also über das habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil der Lehrerberuf hoffentlich noch länger bestehen bleibt. Wenn in der Nacht eine Fee zu Ihnen kommen würde und Sie sich etwas wünschen würden, was würden Sie sich wünschen? Siehst du, über das habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Über Wünsche habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ja, das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber einmal ziemlich, also ich sage einmal, Frieden für alle, würde ich mal sagen. Ja. Vorgestern war ja die Präsidentenwahl in den USA. Haben Sie die sehr stark mitgefolgt? Oder? Also die Präsidentschaftswahlen, ja, habe ich mir natürlich, das habe ich in den Medien immer wieder verfolgt. Habe Zeitung gelesen, habe mir Berichte darüber angeschaut. Und natürlich auch am gestrigen Tag, also wie die Wahl ausgegangen ist. Ja. Was sagen Sie dazu, dass Bush wieder gewählt wurde? Ja, ich finde es schade, dass die Amerikaner sich, also nicht den Mut dazu haben oder dass sie zu konservativ sind, um jetzt den John Kerry zu wählen. Aber wie gesagt, es ist also diesem Volk überlassen. Ich finde es schade, wie viele andere Europäer natürlich auch, weil ich glaube, dass es die Amerikaner wieder mehr in Richtung Demokratie gebracht hätte, oder die amerikanische Nation. Und weil es sicherlich für den Weltfrieden, ich hoffe, vielleicht besser gewesen wäre, was man nicht weiß. Haben Sie auch den Film Fahrenheit 9/11 gesehen? Ja, den habe ich mir auch angesehen. Und was sagen Sie dazu? Ja, es war sehr schockierend, was ich da gesehen habe über die Hintergründe zu dem Film Fahrenheit 11 und zu George Bush. Ja, es schockiert einem. Also ich war dann ziemlich sprachlos. Ich habe mit meinem Mann kurz ein bisschen drüber gesprochen. Wenn man so die Hintergründe erfährt, ja, dann fragt man sich überhaupt, ob das Demokratie ist, Amerika. Und ja, ich war eigentlich ziemlich entsetzt und schockiert. Und habe mir eigentlich gedacht, vielleicht haben den Film sehr viele Amerikaner nicht gesehen und es hätte vielleicht nicht geschadet, wenn sie sich den angeschaut hätten. Ja, vor 4 Jahren wurde ja auch schon der Bush gewählt und im Nachhinein wurde dann bekannt, dass eigentlich der Al Gore die Wahl gewonnen hätte. Glauben Sie, dass diesmal auch wieder solche im Hintergrund so manipuliert wurde? Kann schon sein. Also man weiß es natürlich nicht, aber man hat natürlich im Vorfeld gehört, dass es Probleme gegeben hat bei der Stimmenabgabe, dass manche Personen zum Beispiel nicht zugelassen worden sind zur Wahl oder es hat ja zum Beispiel genügt, nur den Namen zu nennen bei der Wahl. Also man hat nicht einmal einen Ausweis gebraucht und soweit ich gestern gehört habe, zum Beispiel ein Taxifahrer wollte zu der Wahl gehen und hat erfahren, dass er schon gewählt hat in Wirklichkeit. Hat jemand unter seinem Namen gewählt, also glaube ich, dass es nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist, aber natürlich fehlt einem da der Einblick. Ja. Aber anscheinend hat er mehr Stimmen bekommen dieses Mal, der George Bush, wie in der letzten Wahl. Ja, wir bedanken uns sehr herzlich fürs Interview und wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit in Dagsberg.